So, dann muss ich jetzt nach Doomstar suchen. Und ich hoffe, dass der uns noch erkennt, weil hallo. Die haben mir ja geholfen, das Ding hier zu bauen. Hi, ihr zwei, wie geht's? Son hat sie noch ganz glücklich davon gesprochen, meinst du nicht, du übertreibst ein wenig? Ich kann verstehen, dass du über Mathildas Umzug besorgt bist, aber... Monari hat erzählt, dass Mathilda in letzter Zeit merkwürdig fröhlich ist. Vielleicht zwingt sie sich dazu. Es dauert ja nicht mehr lange, dann wird sie abgeholt. Und hör aber auf, durch dein Verhalten machst du Mathilda den Abschied nur umso schwerer. Diese Reise ist ein bedeutendes Ereignis im Leben einer Gerudo, also lass sie uns auch dementsprechend verabschieden. Ach ja, sie muss ja in die Stadt der Geruden und sich dann entscheiden, ob sie da bleiben will oder ob sie ausziehen und einen Mann finden will. In den Gerudo sind ja keine Männer erlaubt. Das ist gerecht, ein bedeutendes Ereignis, das wir groß feiern. Ein Kunde! Ich bin kein Kunde. Das Unternehmen Doomstar war jetzt herzlich willkommen. Sind Sie auf Suche nach Ihrem Traumhaus? Stellen Sie sich mit uns von uns zur Verfügung, stellt ein Zimmer selbst eines zusammen. Allerdings müssen Sie sich leider etwas gedulden, wir haben noch nicht geöffnet. Du bist doch lange nicht gesehen. Taborasa wechseln gedeiht prächtig dank deiner Hilfe. Jetzt leben hier Leute von überall her, glücklich in Frieden. Und wir haben eine Tochter bekommen, sie ist ein Schatz und sieht mir so ähnlich. Ach. Ach, Mathilda. Hey, reiß dich zusammen, Doomstar. Wie viele Jahre sind denn vergangen? Tut mir leid, wie du siehst, haben wir gerade viel um die Ohren. So, Powder, ich mache mich jetzt wieder an die Arbeit. Vielleicht fällt mir dabei noch etwas ein, wie wir Mathilda leichter machen können. Da ist er auch schon. Ja, sieht Doomstar wahnsinnig ähnlich. Die Haare, aber sonst... Savo, tada! Du sag mal, bist du etwa ein Freund von meinem Papa? Papa ist endlich wieder da, nach so langer Zeit. Ich ziehe bald fort von hier, deshalb will ich vorher noch ganz viel mit Papa und den anderen spielen. Ja, eigentlich soll ich in ihr Zimmer gehen und sie da treffen. Jetzt rennt sie ja draußen rum. Sieht meiner Frau Paula mir ja so ähnlich. Ja, okay. Ich bleibe Mathilda nach Gerudo Stadt aufbrechen, die Geburtsstätte meiner Frau. Gerudo haben ein Gesetz. Bis zu einem bestimmten Alter dürfen sie nicht mit Männern in Kontakt treten. Ja, genau. Solange sie noch jung sind, ist das kein Problem. Aber haben sie ein gewisses Alter erreicht, dann kommt jemand aus Gerudo Stadt und holt sie ab. Angeblich ist der Aufenthalt in Gerudo Stadt eine große Ehre für eine Gerudo. Und Mathilda scheint sich davon schon sehr drauf zu freuen. Deshalb wollte ich eine große Abschiedsfeier für sie veranstalten. Doch ich hatte ja keine Ahnung, wie schwer so etwas einem Vater fallen kann. Ich verzeih mir meinen Aufbruch und muss zurück zum Projektgelände. Ich soll ihr also Gesellschaft leisten. Ja. Finde ich halt so herrlich. Ich finde das ein bisschen doof, dass man den die Kinder dann so wegnimmt. Also halt gerade die Väter. Da ist er ja. Guten Morgen heißt Sabota. Hallo heißt Sabak. Und auf Wiedersehen heißt... Wie lautet das Wort? Hast du mich aber erschreckt? Ich habe schon gedacht, du wärst hier, um mich abzuholen. Ich werde ganz fleißig, weil ich schon bald in Mamas Heimatort ziehen werde. Dort spricht man nämlich die wundervolle Sprache der Gerudo. Und weil ich allen hier im Dorf auch etwas davon beibringen möchte, muss ich ganz viele neue Wörter auswendig lernen.
Such die Sprache der Grönländer, kommt zur rechten Zeit. Ich wollte gerade Großmutter Monari eine kleine Unterrichtsstunde geben. Komm doch einfach mit. Mit meiner Hilfe sprichst du bestimmt auch bald fließend Gerudo. Das ist dann aber wahrscheinlich die Mutter von Dumster, oder? Du fegst Erde. Das macht nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Savota, Großmutter Monari. Mathilda vergnügt wie ihr und je. Du willst mir sicher wieder etwas Unterricht geben, habe ich recht? Genau, ich habe heute sogar einen echten Grünschnabel dabei. So, dann, Großmutter Monari, ist wieder Zeit für Mathildas wunderbaren Vokabeltest. Wie lautet das Wort für Großmutter in der Sprache der Gerudo? Großmutter in Sprache der Gerudo. Ich glaube, Baba. Ding, ding, ding. Da liegst du richtig. Du bist gut. Kann es sein, dass du gar kein echter Grünschnabel bist? Es lag mir auf der Zungenspitze. Scheint haben wir hier noch jemanden, der mit der Sprache der Gerudo vertraut ist. Dank der lieben Mathilda habe ich meinen Gerudo-Wortschatz beachtlich erweitern können. Naja, das ist die Sprache, die in Mamas Heimat gesprochen wird. Und wenn jeder hier Gerudo spricht, dann fühlt sich mal vielleicht nicht ganz so einsam, stimmt? Seit ich mir mal Sorgen mehr machen muss, werde ich mich um Papa kümmern. Ich hab's. Vielleicht kann ich Papa bei seiner Arbeit helfen, da er immer so viel zu tun hat. Am besten gehe ich gleich zur Schwebebahn und fahre runter zum Projektgelände. Ach, Mathilda. Ist auch viel zu jung, um sich für viel Sorgen um ihre Eltern machen zu müssen. Aber vielleicht erübrigt sich ja alles von selbst. Seitdem Hagi die Verantwortung übertragen wurde, kann man nicht mehr so leicht mit der Schwebebahn fahren. Schätz mal, das ist Hagi. Wo ist Mathilda hin? Schön, der kassiert also einfach. Ja, wo ist sie denn? Ich soll noch mal mit Mathilda sprechen, aber... Ach, da! Ich will das Spielbahn zu Papas Projektgelände fahren, damit ich ihm bei seiner Arbeit helfen kann, aber ich hatte vergessen, dass man nur noch damit fahren darf, wenn man dafür bezahlt. Ja, ein ganz schöner Arsch. Bevor sie dem Onkel der Aufsicht übertragen haben, musste ich nie was bezahlen. Doch nur irgendwie die Schwebebahn benutzen könnte, ohne dass er was davon mitkriegt. Aber ohne eine Ablenkung wird er mich bestimmt sehen, dass jemand die Sicht versperren könnte. So, hier unten muss man rein, genau. Rasertonne. Oh, ich mache ihn noch kaputt. Oh. So, Deckensprung. Jetzt können wir die nämlich mitnehmen. Ma.
Die kommen hier nicht rein, wenn das kaputt ist, ist ja klar. Ah. Oh. Wo hat sie die jetzt hingebracht? Och, Powder, hättest du sie nicht einfach liegen lassen können, Mädel? Aber schon ein bisschen eingebildet, Dummster, ne? So. Ich bin ein Arsch. Aber der Typ ist hier noch ein viel größerer Arsch. Also daher geht das auch. Hat der das jetzt wieder kaputt gemacht? Tatsache. Können die so überhaupt stehen? Reicht das? Jetzt oder nie, allerdings. Ja, gespannt, wie ich ihm dann den Diamanten abluchsen soll. Das ist ja so einer, der dann einen Schrein zum Vorschein bringt. Kein Problem. Du bist auch hier, Papa ist irgendwie seltsam, er grummelt die ganze Zeit nur vor sich hin. Du bist, hab viel nachgedacht darüber, dass ich für Mathilda tun kann. Ist mir das eingefallen? Gerudo steckt die nämlich weit entfernt von ihr auf dem Weg, daran treiben sich massenweise Monster rum. Deshalb dachte ich mir, ich baue meiner Mathilda einen eigenen Ballon, einen ganz besonderen. Ich habe allerdings so keine Idee, wie ich das anstellen soll, einen Ballon mit einem gewissen Etwas. Ich mag deinen Ballon auch, wenn er ganz normal ist. Er ist so schön rund, genau wie die Sonne. Die Sonne. Das ist es, ein Ballon so gelb wie die Sonne. Die Sonnenfleckchen hier in der Gegend sind ein wirklich gutes Färbemittel. Ah, dafür brauche ich die Sonnenfleckchen, genau. Ich brauche bestimmt 10. Diese Knalke in Blumen, da helfe ich dir beim Sammeln. Lieb von dir, aber es ist noch eine Nummer zu groß für dich. Blumen pflücken ist eine Nummer zu groß für ein Kind. Sonnenflecken sind nämlich ziemlich selten. Wir wissen nicht mal genau, wo sie wachsen. Gar nicht wahr. Ich habe schon mal ein Sonnenfleckchen gesehen, das wuchs auf einer Ruine, die vom Himmel gefallen ist. Vom Himmel gefallen, hm? Wie viele habe ich? Ich hoffe einfach mal, ich habe genug. Da. 22 habe ich, also. Kannst du haben. Tada.
haben wir denn dann? Du hast tatsächlich 10 Stück auftreiben können. Sind ja so ein Fleckchen. Nur die richtige Anzahl, damit Fernbedienballon sonnengelb. Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte. Es macht doch nichts, Mathilda. Papa wird diesen Ballon jetzt so gelb wie die Sonne machen. Vielleicht willst du mir dabei helfen? Lass uns zusammen eine Sonne machen. Süß. Pünktlich zum Sonnenaufgang. Mir bleibt nur ein wenig Zeit, meine Kleine beim Schlafen zu beobachten. Das finde ich ein bisschen creepy, auch wenn es die Kinder sind. Dummster! Oh, Powder, warum so aufgeregt? Sag jetzt nicht das. Doch, ihre Eskort ist eingetroffen. Sie wartet am Dorfeingang. Verstehe. Also gut. Dann lasst uns gemeinsam aufbrechen, Mathildas eigenen Sonnenballon. Möchtest du mit uns kommen? Ja, ich will auch mitfliegen. Süß. Ich bin ein Vogel. Einfach nicht so herum, Mathilda, nicht, dass du noch fällst. Dann seht euch das mal an. Da ist die Sonne. Die Sonne wacht gerade auf. Jos wollte dir sogar die Sonne alles Gute für deine Reise wünschen. Ganz gleich, ob du in Gerudastadt oder Taborasa bist, dieselbe Sonne scheint auf uns herab. Man zählt, was zählt ist, wie nah wir uns im Herzen sind. Deine Mama wird immer bei dir sein. Wir setzen bald zur Landung an, gut festhalten. Das Becken von Powder sieht richtig unnatürlich aus. Papa, danke für dein tolles Geschenk. Mathilda, wenn du dich einsam fühlst, komm jederzeit. Nee, das wird so leider nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Papa muss genauso stark sein wie du, Mathilda. Deine bezaubernde Mathilda, nun aber los, geh schon. Ich weiß, es wird Zeit. Brauchst du um deinen Papa und deine Mama keine Sorgen zu machen? Werde mich um beide kümmern. Werde zu einer wundervollen Weihe und kehre ganz vielen Geschichten zurück. Ich freue mich schon sehr darauf, sie zu hören. Ich werde dich in Gerudastadt mal besuchen, dann können wir wieder zusammen spielen. Vielen Dank euch allen, ich meine, sag, sag. Ich werde mal eine ganz tolle Weih wie meine Mama. Und ich finde bestimmt auch so einen tollen Boy wie Papa. Sawok alle zusammen. Noch der Arme. Powder, hast du gesehen, hab die ganze Zeit versucht zu lächeln. Das hast du gut gemacht. Wir hätten wir beide auch weinen können, wo unsere Tochter so tapfer war. Und fängt auch für uns beide ein neuer Abschnitt an. Lass uns das Beste daraus machen, einverstanden? Direkt das nächste Kind. Schätze, du hast recht. Also schön. Tut mir leid, dass wir dich so eingespannt haben. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank dafür. Die Sonnenfleckchen waren ja auch recht wertvoll, nicht wahr? Nimm das als Entschädigung. Yes! Und mir auch noch etwas. Nee! Meine Hilfe kann man immer zählen. Falls es dich mal nach Gerudastadt verschlägt, sieh nach Mathilda, ja? Was redest du denn da? Hast du etwa vergessen, dass wir Gerudastadt nicht betreten dürfen? Ich hab's schon mal reingeschafft. Dann hatte ich gar nicht gedacht. Ich mache jetzt wieder die Arbeit. Solltest du dich nicht auch wieder um deine Kunden kümmern, Schatz? Mein Kühnmädchen noch. Lass du Goldding machen. Ich hatte eigentlich noch ein paar andere Sachen geplant, aber das wird zeitlich nicht mehr. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Da ist er. Was ich sagen will, Bockpins haben riesige Nasen, die man fast schon als Rüssel bezeichnen könnte. Die Ohren sind länglich und das Horn oben auf ihren Schädel ist klein und süß. Hilf mir, was gibt's denn? Grüß dich. Ich wollte dir nochmal für deine Hilfe mit Mathilda danken, denn dir kann ich endlich wieder ein bisschen klarer denken. Das heißt, Gerudastadt wurde von einem Sandsturm heimgesucht. Zum Glück ist Mathilda mit der Gerude unterwegs, die sie abgeholt hat. Da wird schon nichts passieren. Jetzt, da Powder wieder ihre Arbeit mit den Traumhäusern aufgenommen hat, sollte ich noch härter arbeiten als zuvor. Es tut mir leid, ich hätte fast schon wieder angefangen, dich voll zu schwafeln. Das ist Kilton, er ist von kurzem nach Taborasa gezogen.
Ich soll ihm eine Monsterskulptur bauen. Ich bitte um Verzeihung, ich bin nicht so gut im Erklären. Am besten wäre es wohl, wenn wir ein Bild eines Bockblinds hätten. Ein detailliertes Bild wurde am besten. Ich habe ein Bild. Jetzt habe ich nur das. Wollte schon sagen, ich habe da noch. Na, bitteschön. Das sieht irgendwie echt komisch aus. Wieso unmöglich? Pimpul, wir übernehmen keine Verantwortung für unfertige Produkte. So? Hab sie aufgestellt. Seht her, alle miteinander, seht euch an den weit berühmt-berüchtigten Bockblind. Nur hier könnt ihr ihn so aus der Nähe bewundern, nur hier. Du bist auch ein bisschen niedlich. Nach euren Augen werden eure Ohren verwirrt, und zwar mit einem kleinen Vortrag. Dieser liebste Racker ist ein Bockblind. Sie sind in ganz Hyrule zu finden und kaum ein Monster kommt man so oft zu Gesicht. Mit ihren großen Ohren und süßen Schnäuzchen möchte man sie direkt knuddeln, aber man sollte sich nur nähern, wenn man weiß, was man tut, denn sie sind keine guten Konservationspartner. Wenn man das so hört, gewöhnt man sie irgendwie lieb. Wenn sie hasst, kennt man sie nur noch nicht beobachtet und lerne, das soll ein Streben sein. Bitte seht euch ein wundervolles Exemplar an, wann immer ihr wollt. Du hast nicht nur meinen Bruder, sondern auch mir mit großen Dienst erwiesen. Das werde ich nicht vergessen. Nimm das hier zum Dank, Monster-Essenz. Ich kann noch mehr machen. Ein Horrorblind. Müsste ich auch haben, ein Foto. Ja, der kann nicht richtig beschreiben. Hab ich das nicht? Das ist ein Hoblin, wie dieses kleine Rackerliebe. Damit lässt sich arbeiten. Ja, hier nimm. Der baut das auch wirklich so nach wie auf dem Foto, wa? Ja, wir haben es verstanden, das machst du nicht. Komm, wenn wir ihn da oben raufsetzen. Seht her, alle miteinander, das ist ein neues Spiel, sie ist ein Horrorblind. Nur hier könnt ihr ihn so aus der Nähe bewundern, nur hier.
Eine neue Spezies. Dürft gerade eure Augen weinen, doch jetzt leiten mir eure Ohren für einen Vortrag. Dieses furchteinflößende Monster ist ein Horrorblinder. Dabei handelt es sich um eine durch Kataklysmus neu hervorgebrachte Spezies, die in Höhlen haust. Man könnte sagen, der Kontrast von zäher Haut und bunter Mähte verleiht ihm ein äußerst stilvolles Aussehen. Möchtet ihr ihn unwillkürlich anfassen und seine flauschige Mähne greifen? Dieses Bedürfnis verstehe ich nur zu gut. Doch solch ein Horrorblinder ist kein Schoßhündchen. Alle, die sich ihrer Fähigkeit nicht sicher sind, sollten Abstand halten. Es hat schon Stil. Und sie steht etwas ungewohnt und am ersten Blick abstoßend mit Offenheit entgegenzutreten. Oft führt dies zu Wertschätzung oder gar inniger Liebe. Bitte also jedes wieder von Exemplar an, wann immer ihr wollt. Fleischmonstersuppe. Wenn du uns mal jemand ein Bild vorbeibringen könnte. Falls sie nicht ausmacht, ein Bild von Mathilda in Gerudo statt wäre. Ach nein, vergiss es. Achso, es ist egal, welches Monsterbild ich ihm bringe. Ich hatte doch hier so ein, ja, hier so ein schönes von einem Moblin. Ach stimmt, einen Biberrock wollte der dann noch haben. Ich glaube, das Bild habe ich tatsächlich nicht mehr vom Biberrock, aber ich weiß ja, wo er ist. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Hab ich... Ach nee, die eine habe ich zweimal fotografiert, ne? Ja, okay. Okay. Dann würde ich eigentlich gerne noch mal gucken, dass ich den einen Turm aktiviert kriege, der hier oben drin ist. Auch versuchen, per Pferd hier lang zu kommen, oder? Den Turm würde ich gern noch machen. Meine Ausstattung nicht ändern. Oh.
So, genau. Hallo Schleimi. Okay, tut mir nichts. Boah, ihr scheiß Bäume. Ich weiß gar nicht, glaube ich, kann hier gar nichts. Das ist dann, glaube ich, schon wieder der Krogwald. Hier kann ich doch gar nicht einfach durchreiten. Ja. Genau, verloren. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich mit meinem Pferdchen hier ernsthaft nicht hoch. Ha. Oh Gott, halt! Überall Wölfe. Na toll, jetzt ist mein Fleisch weg. Ich habe keine Lust, dem jetzt hinterher zu rennen. Wäre der Weg von Geronia aus doch besser gewesen.
Den hab ich, so einen hab ich schon. Okay. Aber hey, der ist was für die Monstersammlung. Ja, tausch mal aus, der sieht besser aus. Wegen der fortgeschrittenen Zeit aktiviere ich den jetzt nur. Weil so langsam wird die Aufnahme echt überlang. Ah, hier wäre dann auch noch eine Geoglyphe. Nee, das ist zu hoch, das wird nicht. Nein, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, hier einen Turmen zu bauen? Oi. Ja. Macht man sich wieder, es tut mir leid, aber du kannst den Kartografieturm nicht nutzen, die Wartung ist schwieriger als gedacht. Was gibt's? Echt allein lässt die Vorrichtung, die den Kartografieturm startet, nicht in Gang bringen. Ich habe mir mehr oder weniger alle Teile der Vorrichtung genau angesehen, aber es scheint es als sei nichts kaputt. Ich frage mich, ob sein kann, dass etwas den Kartografieturm selbst kaputt gegangen ist. Da oben ist, glaube ich, ja, genau. Da ist eine Plattform. Und durch die können wir jetzt... Hi. Ach nee, ich wollte raus. Ey, ernsthaft jetzt? Arschloch. Lass mich in Ruhe. Hm.
Nein! Ach, scheiß Vieh. Na toll. Und jetzt sind hier keine Raketen mehr drauf. Na gut. Und mein Schild ist bald kaputt. Aber ich hab ja jetzt zum Glück eine Rakete. Ernsthaft? Jetzt will mich das Spiel ärgern. Nehmen wir einen etwas stärkeren. So. Vielleicht klappt es auch so. Habe ich keine Ventilatoren dazu bekommen? Doch. Vielleicht kann ich damit ein bisschen da drunter fliegen. Steuerelemente habe ich hier auch noch. Na gut, das macht jetzt irgendwie. Verdammt, da komme ich nicht durch. So. Das Ganze normal. Lenken muss ich ja nicht. Haha. Jetzt kümmere ich mich noch um dich. So. Arschloch. Ja, dann beheb mal bitte. Ja.
Dann können wir uns vielleicht doch noch die eine Erinnerung angucken. Da ist sie, rechts von uns. Das ist Nummer 11, also es ist quasi die letzte. Wenn man jetzt ignoriert, dass es noch eine Erinnerung gibt, die wir uns auch erst angucken können, wenn wir alle anderen gesehen haben. Tada! Tada! Bin ich noch mal ganz schnell raus hier, damit ihr hier keinen doppelten Ton kriegt. Zumindest konnten wir ihn versiegeln. Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Kommt es hierher? Oh. Link ist am Leben. Ist es wahr? Und um deine Kraft wiederherzustellen,
bist du zu mir durch die Zeit gereist. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ja, es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. So können wir ihn besiegen. Oh. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Es gibt kein Zurück. Link! Bitte finde mich! Und wieder mal ein richtig fetter Spoiler. Naja, gut. Irgendwo habe ich noch einen Schrein gesehen, als ich runtergekommen bin. Den hätte ich jetzt eigentlich auch noch mal aktivieren können. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Ach doch. Was glitzert da? Ein Pilz. Ein Schleichling. So, den aktivieren wir noch. Das ist der, an dem ich gekommen bin. Ah, okay. Gut, Leute, dann mache ich hier endlich mal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tschüss.